Wir sind wie immer zwei Typen, eine Blu-ray mit einer neuen Ausgabe für euch. Das ist Tag 4. Roger, Satellitenbild kommt in einer Minute. Over. Okay, Männer, wir sind wieder online. Zwei Typen, eine Blu-ray. Wollen wir mal gucken, was wir haben? Mach mal die Schatulle auf, die Zauberkiste. Was haben wir denn drin? Bumm. Und hier haben wir heute Hook für euch, liebe Leute. So. Hook ist ein Film, der meine Kindheit tatsächlich sehr geprägt hat. Ich war nämlich zum ersten Mal in New York. So ein Arm oder was? Nee. Ich war mit 9 das erste Mal in New York, war da tierisch krank und hab da von meiner Tante auf VHS Hook vorgespielt bekommen, auf Englisch. Hab nichts kapiert, aber war begeistert, denn das war ja die Geschichte von Peter Pan. Robin Williams spielt im Prinzip schon einen erwachsenen Peter Pan, der zurück da ins Traumland geschickt wird und praktisch wieder sein inneres Kind entdeckt, ja? Dustin Hoffman spielt Captain Hook, Julia Roberts spielt Tinkerbell, Bob Hoskins ist auch noch am Start, Steven Spielberg führt Regie. Ich meine, Leute, was will man mehr? Wahnsinnig schöne Farben, es ist im Prinzip ein Märchen für Erwachsene, ja? Die Farben mal wieder, ja? Ähnlich wie bei Jacques, aber diesmal ist es Hook, ja? Schöne Farben, es ist ein Märchen, wie gesagt, ein Märchen für Erwachsene und das ist wirklich ein Film, der einfach easy und locker und Spaß macht zu gucken und so ein bisschen das innere Kind wieder entdecken lässt, ja? Wie Peter Pan ja auch verspricht. Und um diese Blu-ray zu gewinnen, möchte ich von euch wissen, was ist eure Lieblings-Disney-Verfilmung als Realfilm? Also sprich, kein Zeichentrickfilm, sondern ein Realfilm mit echten Schauspielern und vielleicht ein bisschen Computereffekten. Das schreibt ihr bitte in die Kommentare bis morgen 9 Uhr. Und wir legen das Ganze dann am Folgetag auf. Und damit gehen wir, würde ich mal sagen, ab. Ja, weil damit ich auch ein bisschen was reden kann hier. Ja. Viel Spaß, viel Erfolg, Hook. Ja. Bis morgen.